Ja, Freunde der Altbausanierung, in diesem Video geht es mal um ein etwas anderes Thema. Also nicht rein um die Mauerei oder sowas ähnliches, sondern um Stahlbau. Und zwar, um genauer zu sein, um den Aufbau eines Wintergartens. Wenn dich das Thema also interessiert, bleib dran, gleich geht's los. Also, Freunde, heute mal ganz was anderes. Und zwar Aufbau eines Wintergartens in Stahlkonstruktion, sage ich mal, als relativ Unwissender. Warum biete ich euch heute mal dieses Thema an hier? Ich habe nämlich einen ganz lieben Kollegen hier. Und zwar ist das der Herr Rustler von der Firma Richo Stahl und Metallbau. Hier aus Bremen. Ganz liebe Kollegen, mit denen ich schon jahrelang zusammenarbeite, und so ist es auch in diesem Fall, dass wir hier zusammen die Arbeiten für die Erneuerung eines Wintergartens angehen. Ihr habt schon einige Videos hier in dem Zuge von mir gesehen, zum Beispiel hier mit dem Estrich hier unten und so. Das gehört alles zu den Geschichten dazu in Sachen dieses Wintergartens hier. Und jetzt sind wir hier zusammen, weil Herr Rustler hier jetzt gerade mal den neuen Wintergarten einmessen will. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen mit auf die Reise. Das ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu sehen, wie sowas vonstatten geht. Auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist heute mal Premiere. Ich kommentiere euch das mal hier so ein bisschen. Jetzt stellen wir hier also einen Laser auf. In der Mitte von unserem Wintergarten, zukünftigen, alten und zukünftigen, so ungefähr. Wir hatten ja auch schon mal gesehen, hier oben zum Beispiel dieses war der Dachanschluss vom alten Wintergarten, und hier ging er senkrecht runter. So, und jetzt geht es darum, dass wir eben die Maße für den neuen Wintergarten uns holen. Und zwar habe ich zum Beispiel ja auch hier auf dem Mauerwerk hier die Abdeckung neu betoniert und angeputzt. Und hier an der rechten Seite diese Wand hier, die Wandecke hier neu aufgemauert und verputzt. Und jetzt ist es dann eben soweit, dass der neue Wintergarten praktisch eingemessen wird. Damit man da nicht irgendwie ins Kraut schießt und nicht genau weiß, was da los ist, sondern ganz genau die neuen Maße auch hat vom Putz und so weiter. So, und so haben wir jetzt den Laser in der Mitte auf. Der Laser schmeißt einen Strich in der waagerechten. Genau, der Laser, der horizontalen, um die Höhen der Mauer abzugleichen, ob wir überall die gleiche Höhe haben, praktisch. Den Maurer kontrollieren, ob er auch alles richtig gemacht hat. Richtig, jetzt wird der Maurer hier kontrolliert, ob der auch vernünftig angeputzt hat. Also der Laser, der nivelliert sich praktisch jetzt selbst, was bedeutet, dass die Linie komplett in Waage ist. Und so kann man jetzt praktisch mit dem Zollstock runtermessen, wie die Höhen genau sind, ob die Höhen stimmen vom... Hier Mauer, sieht man es auch gut, die Höhe der Mauer. Das sieht relativ gut aus. Kleine Differenzen, Toleranzen sind normal. Wie viel Toleranz hat er reingefuscht, der Maurer? Mal gucken. Ja, 5 mm. Oh, sensationell. 5 mm ist für Maurer schon eine gute Leistung. 5 mm, wollte ich auch sagen. Also dafür klopfe ich mir mal eben selbst auf die Schulter. Da kann man echt nichts sagen. Weil man ja normalerweise froh ist, wenn der Maurer mit seinen Maßen auf dem Grundstück bleibt. Aber naja, Quatsch mit Soße. Also einen halben Zentimeter Höhenunterschied habe ich hier auf diese ganze Geschichte hier reingeputzt und werde sie noch reinputzen. Wir sehen ja hier links noch, dass ich da die Schalung mit, Schraubzwingen angesetzt habe. Und da kommt der Mörtel noch drauf, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Da nochmal die Höhen der Wand genommen vom Estrich unten.
ob das auch in etwa hinkommt, obwohl das jetzt für den Wintergarten ja nicht so richtig relevant ist. Doch, das ist schon wichtig, weil hier eine Tür reinkommt. Ah, genau. Die Tür eine gewisse Höhe hat, bis auf Fußboden ich diese Höhe der Wand haben muss und mir der Maurer sagen muss, wie viel Bodenaufbau hier noch drauf kommt. Alles klar, das kann ich so schon mal sagen. Da kommen höchstwahrscheinlich Fliesen drauf. Also ungefähr 1,5 cm. In dem Fall ist es ganz gut, weil die Tür nach außen aufgeht, aber trotzdem gibt es hier einen Übergangsbereich. Wenn die nach innen aufgehen würde, ist es noch wichtiger, aber nach außen hin ist es nicht ganz so wichtig, weil die Tür halt nach außen aufsteht und das Grundstück selber, der Boden hier im Garten sowieso 15 cm tiefer ist. Also ja. Aber nicht so das Problem da. Ja, wunderbar. Dann läuft es ja schon mal. So, also jetzt geht es darum, hier die Mauerstärken und die Maße der Mauerstücken praktisch aufzuzeichnen und zu übernehmen, dass da genau die Längen nachher auch stimmen für den neuen Wintergarten. Genau, so die Maße dann zur Ecke hin und zum Haus natürlich. So, und so vervollständigt sich der Plan dann so nach und nach hier. Da geht es dann immer weiter da, ja, die richtigen Maße auch einzutragen, ist ja klar. Hier haben wir noch eine Besonderheit, der Wintergarten wird nicht auf dieser Wand stehen, sondern wird seitlich versetzt sein, weil das Fenster sonst im Weg ist. Das heißt, die Außenwand des Wintergartens steht auf einer Hilfskonstruktion, die hier über die Mauer gelegt wird und dann wird der Wintergarten praktisch neben dem Fenster angesetzt. Und das Maß wird ca. 20 cm wird das praktisch verbreitert werden. Genau, hier sieht man das ganz gut an der Kante hier. So wird nachher auch der neue Wintergarten wieder verlaufen. Da ist der alte Wintergarten eingelassen gewesen. Und der neue wird entsprechend genauso aufgebaut, dass er praktisch hier aufliegt und dann hier so hoch geht. So, jetzt geht es hier noch los mit dem Winkelmesser. Genau, Winkelmesser, elektronischer Winkelmesser, der hier eine Digitalanzeige hat. Damit kann man in der Ecke hier oben, da wo man es anlegen kann, den Winkel messen. Also kann auf und zugeklappt werden. Und der wird jetzt eben in die Ecke, moin, in die Ecke reingehalten und da kann man dann genau ablesen, wie groß der Winkel ist. Ist das ein rechter? Nein. Wie viel hast du da? 89 Grad, also 1 Grad kriegt das ein bisschen ein. Also, wie im Altbau zu erwarten, 89 Grad, also nicht ganz ein rechter Winkel, aber fast jedenfalls. So, und so werden jetzt alle Ecken einmal durchkontrolliert auch, weil wir auch vermuten, dass das Mauerwerk hier links, an der linken Seite, nicht hier vorne, nicht genau im rechten Winkel ist. Das sieht jedenfalls so verdächtig aus, die Sache hier. Hier ist irgendwie gar nichts gerade. Nee, ne? Nee, das geht 1,5 Grad, läuft diese Wand schräg. Läuft rein hinten, ne? Die läuft so rein, genau. Also genau wie wir schon mit in unseren Augen eingebauten Wasserwagen gesehen haben, oder Winkelmessern, die Wand, die läuft etwas hier nach innen weg, aber das ist eben Altbau. Da hat man meistens keinen rechten Winkel und keine geraden Wände. Haben wir auch schon oft gesehen in meinen Videos. 30 Meter Höhe. Also jetzt werden die Höhen eingemessen. Und zwar, wie gesagt, ist ja hier oben der alte Anschluss zu sehen, Dachanschluss von dem alten Wintergarten. Der neue, der wird aber etwas tiefer kommen. Und die Schräge, praktisch das Gefälle hier nach vorne, wird dann auch etwas anders sein, als es vorher war. Kommst du ungefähr bis da? Ja, bis hier ungefähr. Ja, ungefähr also da, ich versuche euch das mal mit dem Finger zu zeigen. Der neue Wintergarten, der geht in der Ecke bis dort.
so etwa 10 cm unter dem Traufblech vom Balkon oben. Genau da. Da wird der neue Wintergarten von der Höhe her an der Wand landen. Ja Leute, und so sieht denn die Planung erstmal aus. Und die wichtigsten Maße. Genau, die wichtigsten Maße, jetzt muss ich mal drehen hier. Die wichtigsten Maße haben wir jetzt soweit genommen und wie das Ganze nachher dann fertig aussieht, das werde ich euch hoffentlich auch noch zeigen können. Und also es gibt eine Entwurfzeichnung, gibt es schon, die hätte ich schon dabei. Ah, okay, eine Entwurfzeichnung gibt es schon, die wollen wir die gerne sehen. Ja, ich denke mal ja, auf alle Fälle. So sieht die Entwurfzeichnung aus. Hier eben das Mauerwerk und die Tür dann hier tiefer auf 1,40 Meter Breite etwa. Genau. Und wie das dann nachher eben in Natura aussieht, das zeige ich euch dann später. Ja Freunde, jetzt will ich euch natürlich auch das Endergebnis hier zu dem Wintergarten nicht vorenthalten. Jetzt sind wir ein paar Wochen später. Nach dem Aufmessen vom Wintergarten, lasst mich mal überlegen, 8 Wochen später, gute 8 Wochen, 2 Monate seit dem Nehmen des Aufmaßes hier. Und so sieht der Wintergarten jetzt in fertig aus. Hier mit dem Türelement, wo ich die Durchgangsbreite hier vom Mauerwerk hier unten erweitert hatte, sieht das jetzt so aus. Und so haben wir den Wintergarten jetzt hier in voller Pracht und in neu. Mit pulverbeschichteten Metallrahmen hier. Und so denke ich doch mal, sieht das Ganze doch ziemlich schick aus. Und ich würde mal sagen, das hat sich auf alle Fälle gelohnt hier, die ganze Aktion mit der Herstellung dieses neuen Wintergartens. So zur Info, diese ganze Aktion hat jetzt gedauert, sagen wir mal über den Daumen, 4 Monate. Ja. Gut 4 Monate mit Abbrucharbeiten, alten Wintergarten neu aufmessen und so weiter, was wir dann da noch dabei hatten hier. Den Estrich, den ich neu gemacht hatte und so, also roundabout 4 Monate die ganze Aktion. Also wenn ihr sowas mal vorhabt, plant das nicht zu knapp, sondern lieber ein bisschen großzügig, sonst gerät man da schnell ins Hintertreffen.